Guten Tag und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 aus dem Hause DDTV, Dave Dern TV, Doppel-DTV, wobei das könnte ein bisschen missverstanden werden, das nehme ich zurück. So, damit herzlich willkommen zurück, nicht nur ich bin hier, sondern auch wieder sehr, sehr nette Leute im Chat hier auf twitch.tv/DaveDernTV, so viel Zeit muss sein. Ne? Platinkeks, eigentlich die üblichen Verdächtigen, Platinkeks, Super Flash Crash, Ganoes ist hier, der Tobi Potato natürlich. Ach ja, unsere Quotenkartoffel. Sehr schön. Und das meine ich gar nicht herabwürdigend, weil Kartoffeln sind geil. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Also es gibt bestimmt Leute, die auch Kartoffeln nicht mögen, aber das würde jetzt zu weit führen. Wir sind hier stehen geblieben beim letzten Mal, wollten hier hochkommen. Und zwar wollte ich hier hoch über einen irregulären Weg, muss ich eigentlich sagen. Das geht aber, glaube ich, nicht so. Da würde ich gern halt hin, ne? Da oben. Ich vermisse halt, ich hätte ganz gerne so ein Enterhaken halt, ne? Aber ich habe, da bin ich glaube ich zu sehr von James Bond und so beeinflusst. Das gibt's hier leider nicht. Zumindest wüsste ich es nicht. Jetzt will ich Bratkartoffeln haben. Ich mache mir nach dem Stream noch Bratkartoffeln tatsächlich. Und Bacon. Und Spiegelei. Habe ich beschlossen. Ich habe erst überlegt, ob ich es vor dem Stream noch mache, aber ich dachte mir, nee, komm, du streamst jetzt erst. Jetzt hätte ich auch wieder später angefangen, das wollte ich nicht. Der hat echt den Swag, ne? Muss man schon sagen, ist schon geil. Warte mal. Hier habe ich es, glaube ich, noch nicht versucht. Das könnte... Könnte vielleicht nicht schlecht sein. Das ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht, wo ich hier gerade bin. Aber es ist, glaube ich, nicht das richtige Haus, oder? Es ist, glaube ich, nicht das richtige Haus. Doof. Na, ich guck mal. Doch. Aber jetzt bin ich genau wieder hier, wo ich normalerweise auch hochgekommen wäre. Deswegen haben wir jetzt nicht viel durchgewonnen. Beim letzten Mal waren hier Polizisten statt die Tiger Claws. Deswegen... Oh, ich glaube, diesmal passt's, oder? Das sind... Nee, ist auch wieder... Ist auch wieder Polizei. Ist doch scheiße. Sonst müssen wir es halt natürlich sein lassen, aber... Ich will jetzt hier neutralisieren die Täter, aber die Polizei ist halt schon vor Ort. Was soll ich da jetzt... Was soll ich was machen? Als jemand den Nippel von TV Total noch kennt... Das klingt jetzt so verwerflich, wenn man nicht weiß, wovon ich rede, aber ja. Kann ich? Ich probier mal. Ach, shit. Kann ich hier? Okay, das geht. Das geht sogar auch. Wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hier komme ich jetzt nicht weiter, ne? Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal hier. Na, kacke, ne? Warte mal, ich versuch mal was. Es ist ein bisschen risky. Risky-bisky, aber... Irgendwas stimmt nicht. Wer? Wo kommst du denn her? Mich verarschen? Wo ist das denn? Wo kamen die denn jetzt her? Bratkartoffeln hatte ich gestern. Waren etwas arg gepfeffert, aber grundsätzlich mal wieder sehr ganz... Ich liebe Bratkartoffeln, ne? Das ist halt so... Oh. Vor allem, also ganz auch ganz simpel, Bratkartoffeln mit Spiegelei zum Beispiel. Oder Bratkartoffeln mit Fisch esse ich auch sehr gerne. Oder Bratkartoffeln mit Bacon. Und Spiegelei. Zum Beispiel. Wahlweise. Dann lass den Ort da besser weg oder schau auf der Karte, ob du richtig bist. Ja, ich bin noch... Also, ich würde schon sagen, dass ich richtig bin. Solange du nicht sagst, sofern ihr Stefan Rabsnippel kennt. Ja, die kenne ich auch nicht. Ich hätte fast leider gesagt. Aber auch nur fast. Naja. Also Bratkartoffeln mit Zwiebeln ist immer geil. Mit Speck ist auch gut.
Ja, ich glaube, das lassen wir halt, ne? Weil das hat, glaube ich, jetzt wenig Sinn. Es ist schade. Es ist einfach schade. Irgendwie ist es, vor allem, das ist auch immer für mich ein bisschen verwirrend, weil auch hier die Polizei zum Beispiel diese Indikatoren über dem Kopf hat, wo ich mal denke im ersten Moment, oh, das ist irgendein Quest-Typi oder so. Nein, es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es halt irgendwie die Polizei ist oder irgendein Typi. Es ist ja... Es ist jetzt halt ein bisschen blöd. Aber, oh, Moment, wir können noch mal gucken. Aber ich bin doch richtig, oder nicht? Oder die Markierung ist scheiße, das kann natürlich auch sein. Aber die Markierung sagt, da, 30 Meter da drüben. Aber die... Ich meine, die Polizei ist ja nicht einfach random da oben auf dem Dach. Es muss ja schon da eigentlich sein. Wir können mal gucken. Wow, okay, das hat keine Kollision. Was ist das hier? Ich komme mir echt hier vor wie... Weiß ich auch nicht. Oh, geht... Ah, ja, ah. Ich verstehe das nicht. Jetzt sagt er mir nämlich wieder da oben. Was? Wir versuchen mal was anderes, was ganz unorthodox ist. Wir versuchen mal was ganz, ganz komisches. Ach, wenn ich das lang genug gedrückt halte, dann kann ich sogar... Der Hurensohn hat's auf mich abgesehen! Köpfe runter! Du lebst noch? Du hast es überlebt? Was für eine Harte bist du denn? Ich erlaube dir, in den Garten zu gehen, weil du eine Harte bist. Ja gut, jetzt hat sich dann, glaube ich, doch erübrigt. Ja, scheiße. Moment. Also irgendwie, ich lasse das, glaube ich, einfach. Karl Creighton, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ach, Leute, ist doch schön. Ah. Hm. Zwiebeln waren auch dran, nur Spiegelei hätten noch gefehlt, aber hatte kein Ei mehr da. Was ich mir relativ selten mache, wo ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf hätte, ist so ein Frühstücksei. Einfach ein bisschen kochen. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Hat ja auch ewig nicht gehabt, ne? So, jetzt machen wir hier wieder... Oh! Dieses Hochziehgeräusch von ihm immer ist so geil. Von Björn Schaller, der übrigens, um Ricks Frage zu beantworten, die er mir vorhin auf WhatsApp gestellt hat, der war nämlich zu Gast bei Nerdstar. Twitch-Bekannte sozusagen und Kumpels von uns beiden. Und die haben da so eine Talkshow, so ein bisschen ähnlich wie Rocket Beans, kann man sagen. Und da war Björn Schaller zu Gast, falls ihr jetzt nicht wisst, wer Björn Schaller ist, das ist die Stimme von Vi, die männliche, in diesem Spiel. Und ich habe es leider verpasst. Ich weiß nicht, ob es nochmal irgendwie hochgeladen wird oder so. Vor allem das Ironische ist, ich habe vorher extra noch darauf hingewiesen, ich habe Rick sogar noch verlinkt gestern, glaube ich, dass er heute zu Gast sein wird. Ich habe es aber selber vercheckt. Das war ein bisschen blöd. So. Nice. Das war gut. Auch das ist so schön entspannter jetzt auf einmal. Es ist so schön. Es ist einfach so schön, Leute. Es ist, habe ich schon erwähnt, dass es schön ist. So, wir begeben uns, da das jetzt irgendwie nicht will, das lassen wir dann irgendwie. Überfall im Gange, ja. Das hier machen wir. Das machen wir jetzt. Ist ja auch in der Nähe. Wahrscheinlich werden wir heute auch nochmal ein bisschen wieder die Main Quest weitermachen.
Haben wir ja gestern auch gemacht. Ne, mit Takimura und so. Aber wir werden auch mal hier so ein bisschen aufräumen. Das ist auch schon lange überfällig. Du weißt auf jeden Fall, was gut ist. Und stimmt, das Spiegelei hat noch gefehlt. Ansonsten, was esst ihr sonst noch so gerne? Die Frage bezüglich des Essens geht im Übrigen an alle hier. Spaghetti Bolognese esse ich ganz gerne tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht die populärste Antwort wahrscheinlich irgendwo, aber ich esse auch ganz gern Pommes. Pommes mit, weiß ich nicht, Schnitzel zum Beispiel oder halbes Hähnchen. Oder, was auch sehr, sehr schön ist, Forelle in der Pfanne angebraten, auch mit Kartoffeln. Was mag ich? Was ich sonst an so Snacks zum Beispiel sehr, sehr gerne esse, sind Salzbrezeln. Und ich esse da eigentlich so viel von so regelmäßig, dass es eigentlich wahrscheinlich relativ ungesund ist, aber ich lieb's einfach. Ansonsten tatsächlich Apfel. Apfel esse ich sehr gerne. Komm ich denn da oben hin? Komm ich da hin? Hier vielleicht irgendwie? Wie kommt man denn hier drauf eigentlich? Auf das? Ach, von da wahrscheinlich einfach nur. Aber es muss ja auch irgendeinen Weg geben, da hinzukommen. Warte mal. Gibt's auch. Ansonsten gibt's halt noch sehr, sehr viele andere Sachen. Bauerntopf zum Beispiel esse ich sehr gerne, falls ihr das kennt. Chili con carne. Rittersuppe ist sehr geil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da sind so Silberzwiebeln drin. Die mag ich total. Rittersuppe ist echt geil. Was Pizza angeht, bin ich ein Fan von Pizza Tonno. Tatsächlich ist meine Lieblingspizza. Thunfisch ist generell geil. Mag ich total. Achso, ich sollte nur Beweismaterial sichern. Genau. Ja gut, das war relativ easy. Judy's Apartment. Ach, das ist... Oh. Ganz in der Nähe. Was heißt die 2 eigentlich hier unten dran? An der Mission hier. Warte mal. Legende? Ist irgendwo? Nö. Auch schön, wenn man in der Legende scrollt, dass die Karte selber auch scrollt. Das ist natürlich ganz toll. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ach, da. Gar nicht so weit weg von meiner Butze. Scanne das Graffiti. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Das sollen wir für Missy machen, falls ihr euch dran erinnert. Das machen wir doch auch mal. Das können wir auch mal mit anfangen. Vielleicht fällt mir das irgendwie nebenbei mal auf. Mal gucken. 600 Meter, jo. Cevapcici mag ich tatsächlich auch zum Beispiel sehr gerne. Ich habe gerade was hier, Cebureki. Was ist denn Cebureki? Das sagt mir jetzt gar nichts. Aber es klingt cool. Cevapcici, Gyros mag ich tatsächlich auch sehr gerne, Döner. Voll die gesunden Sachen. Was mag ich denn noch so? Es gibt einen Currywurst-Gnocchi-Auflauf. Den mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, wie man den macht mit Rezept und so. Kann man auf meinem Vlogdave-Kanal finden. Ich glaube, German Cooking in German oder so müsste das heißen. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Hätte ich ewig auch nicht gehabt. Überlege ich gerade, was ich sonst noch so mag. Es gibt halt so viele Sachen eigentlich, die ich jetzt nennen könnte, aber... Das mochte ich zum Beispiel nicht so. Da habe ich schon Leckeres. Sag mal! Ja, und jetzt hupen sie noch. Schon Leckeres gehabt. Ist.
Bei der Polizei, ne? Oh, Netrunner. Powersprung überhitzen, überhitzen. Cool. Ach, es gibt so viele leckere Sachen. Ich würde tatsächlich aber ganz gerne. Teewurst mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Die feine allerdings. Das ist auch so eine Sache, das würde ich generell gerne mal ausprobieren. Und zwar vegetarische Teewurst. Wie die so schmeckt. Das würde mich interessieren. Wie geht's hier denn hin? Ein Kangtao-AV ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Die Schubdüsen des AVs wurden durch eine unerwartete EMP-Entladung deaktiviert, die von einem beschädigten Kraftwerk in Santo Domingo ausging. Ja, das, ich weiß auch nicht, wer sowas tut. Also, das ist schlimm. Ach, das führt mich einfach hier oben hin. Das ist ja geil. Vor allem, das ist sogar auf der Höhe, wo wir hin müssen. Das, cool. Das hätte ich jetzt nicht gehört. Ich hätte gesagt, es führt in irgendeinen Apartmentkomplex. Ich gehe übrigens gerade so ein bisschen frei nach Schnauze, falls ihr euch wundert. Und hier könnten wir eigentlich auch mal eben ran. Und zwar dich verkaufen. Jung. Boah, schon wieder gut bei Geld. Übergabeort. Okay, so nennt man das jetzt heutzutage. Ja, hier müssen wir noch. Oh, da können wir eigentlich gleich mal gucken. Beziehungsweise mit gleich meine ich jetzt. Wir gucken einfach mal kurz. Und zwar hier unser Mantel, genau. Wir brauchen hier quasi Sachen, die wir einbauen können. Was habe ich jetzt eingebaut? Die Panzerung um. Was? Erhöht die Panzerung um 81,536. Ich will mich nicht beklagen, ne? Haben wir hierfür noch irgendwas? Nö, ne? Kleidungs... Wie kann ich denn... Warte mal. Mods. Kleidungsmods. Cyberware. Das war... Nee. Rucksack. Werte. Aufsätze und Mods. Also ich habe Mods, aber ich habe keine Kleidungsmods anscheinend. Cold Shoulder. Alles Waffenmods, glaube ich, ne? Die ich hier habe. Kleidung. Kann ich Kleidungsmods selber auch bauen aus Komponenten, die ich habe? Bin übrigens nach wie vor hier. Es ist es einfach. Ist einfach wunderschön. Steht ihm schon wirklich perfekt, muss ich sagen. So. Wir sparen übrigens gerade, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Rekapitulation für euch und für mich, für alle. Wir sparen ja auch momentan wieder so ein bisschen auf weitere Chrom-Upgrades, weitere Implantate. Unter anderem hätte ich ganz gerne das, dieses Hochsprung-Implantat und, aber das, das gibt's nur bei bestimmten Ripper-Docs. Dieses Stealth-Implantat zum Beispiel. Das sind beides so Sachen, die ich ganz gerne nach und nach hätte. Shiner. Was ist denn dieses? Das hier. Nee. Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Bin mir nicht ganz sicher. Rick und Tobi sind keine Kleidungsmods? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das war, also knapper hätte es, glaube ich, gerade nicht sein können. Nein, leider nicht. Das ist ein Teig, in dem Hackfleisch und Zwiebel ist und dann in Öl gebraten. Das klingt auf jeden Fall... Oh,
Was auch richtig geil ist, aber das kennt ihr eventuell nicht. Langosch.